Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Im letzten Part haben wir die letzten Zora-Eier im Nadelfelsen gesammelt und ja, damit sind wir jetzt im Schädelbuch-Tempel, im dritten Dungeon des Spiels. Ich bin immer noch gespannt, wie das so werden wird, weil Wassertempel können ganz schön verwirrend sein, auch wenn ich sie bislang eigentlich immer mochte. Also ich lasse mich überraschen, was da auf mich zukommen wird. Ich habe nach dem letzten Part, wie ihr vielleicht seht, den Zyklus nochmal resettet und bin dann einfach nochmal hergekommen, dass wir jetzt uns in aller Ruhe alles angucken können. Zuerst brauche ich aber mal wieder meine Feuerpfeile. Wir haben ja im letzten Part schon festgestellt, dass es hier noch eine verirrte Fee gibt. Und die hätte ich natürlich jetzt ganz gerne auch wieder, weil die ist natürlich auch mit resettet worden. Ist aber nicht so schlimm. Ah, hinten ist noch eine Fackel. Ich wollte gerade sagen, hä? Irgendwie nichts passiert. Jetzt sind die anderen wahrscheinlich wieder ausgegangen, oder? Ja, natürlich. Ich sollte mich mal anders positionieren. Das hat im letzten Part irgendwie besser geklappt. Ich weiß auch nicht. Irgendwie muss ich mich wahrscheinlich erstmal wieder einspielen, weil ich hatte ja im letzten Part schon angekündigt, wenn ich immer so eine Aufnahmesession hinter mir habe, dann mache ich auch immer erst ein bisschen Pause. Es ist ja jetzt nicht so, dass Zelda jetzt so das Spiel ist, wo ich dann erstmal unbedingt eine Pause machen muss, weil das so unglaublich anstrengend war. Aber wenn man schon so ein paar Parts, ich glaube, das waren irgendwie 6 oder so, aufgenommen hat, dann möchte man ja vielleicht erstmal wieder so ein bisschen die Stimme schonen und alles. Aber ja, da haben wir auf jeden Fall unsere erste Fee wieder. In einer schönen Farbe übrigens. Und dann wollen wir doch mal gucken, was der Tempel so zu bieten hat. Ui. Wow, das ist wirklich ein sehr großes Wasserrad. Ah, also denke ich mal, dass sie hier auch wieder mit verschiedenen Wasserständen arbeiten eventuell. Das haben sie ja in Ocarina of Time im Wasserdungeon auch gemacht. Ich meine, ich kenne nicht so viele Wassertempel, muss ich dazu sagen. Aber ich habe schon ein bisschen Erfahrung zumindest gesammelt. Es scheint von dem Wasserstrom in dieser Röhre angetrieben zu werden. Ich sehe da oben eine riesige Spinne. Achso, ich kann mich jetzt schon bewegen. Interessant. Achso, vielleicht, ja, hier ist eine Fee auf jeden Fall. Dann, meine Güte, ich brauche wieder 1000 Masken in diesem Dungeon. Springe ich erstmal ins Wasser. Ich will erstmal gucken, was ich so unter Wasser finde. Ja, zum Beispiel sowas hier. Hi. Huch, bleib mal unten. Ich gucke, wenn ich am Land bin, erstmal, ob ich hier noch eine Fee habe. Aber genau wegen sowas. Ich habe ja schon im ersten Dungeon eventuell vermutet, dass es unter Wasser Feen geben könnte. Kann ich hier irgendwie? Danke. Und da war aber nichts. Wie ich im Nachhinein erfahren habe, im Original wäre unter Wasser eine Fee gewesen. Das fand ich ganz lustig zu erfahren. Ja, auf jeden Fall denke ich, dass sie hier einige unter Wasser positioniert haben werden. Sie leuchtet aber immer noch so ein bisschen, ne? Ich meine, gut, wir haben ja auch noch potenziell ein paar mehr Etagen. Komm wieder runter, ich will da hoch. Komm her, Plattform. Oh Gott. Ja gut, ich sollte die Hasenohren vielleicht lieber weglassen. Da oben sind jede Menge Spinnen. Ah, da könnte ich, glaube ich, hinspringen. Hier ist wieder so viel los, dass ich erstmal wieder gucken muss, wo ich überhaupt hin möchte. Ich glaube, ich möchte erstmal hier hin. Oh, ich habe eine Fee bekommen. Spring doch nicht einfach von der Decke runter. Ich meine, man hätte es sich vielleicht denken können mit den ganzen Rubinen, die da rumlagen. Aber nee. Also ist die Plattform nur dafür da eigentlich? Moment, ich muss mich nochmal umsehen. Da ist noch irgendwas. Da geht scheinbar weiter. Okay.
Okay. Habe ich denn jetzt hier alle Feen? Ja, das ist gut. Da ist auf der anderen Seite noch eine Plattform. Nehmen wir erstmal die. Ich muss mich erstmal wieder so ein bisschen zurechtfinden. Wenn man einmal, ja, so ein bisschen sich orientiert hat im Dungeon, geht es meistens halbwegs gut. Ich weiß, dass da eine Spinne war. Kann ich die eigentlich auch so kaputt machen? Nee. Na gut. Könnte sie natürlich auch einfach high triggern. Aber ich habe sie nicht so gerne direkt vor mir. Ich meine, ich habe mich an die Skulltulas halbwegs gewöhnt, aber ich hasse es, wenn sie mir auf den Kopf plumpsen. Ist echt nicht so geil, wenn ich das mal so sagen darf. So, da ist noch eine Wasserfontäne. Da kann ich ja nicht so einfach rüberspringen. Da will ich irgendwie hin. Und wenn das so viel nützt, in die Fontäne reinzuspringen, ist die andere Sache. Ich meine, ich darf auch nicht vergessen, dass ich meinen Enterhaken habe. Aber gut. Gucken wir mal. Nein, so weit kann er nicht springen. Vielleicht mit den Hasenohren. Mal gucken. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob es mir irgendwas bringt, da reinzuspringen, aber ich möchte es zumindest mal ausprobieren. Huch, nicht so weit springen, Link. Aber ich habe mal so ein bisschen Angst, mit den Hasenohren zu springen, weil mit denen springt man auch gerne mal einfach viel zu weit. Ich weiß, wie gesagt, auch keine Ahnung, ob ich da wirklich, vermutlich nicht, reinspringen muss. Dann gucken wir doch mal. Wobei, mal dahin. Ob ich mit dem Zora noch irgendwie hier weiterkomme, weil der wird ja in dem Dungeon so ein bisschen seinen großen Auftritt haben. Was ist denn da in der Mitte zum Beispiel? Lasst uns doch mal da erstmal schauen. Das kann ich irgendwie drehen. Okay. Ich bin ja jemand, ich probiere immer sehr gerne sehr viel aus. Deswegen springe ich auch in alle möglichen Fontänen rein und so weiter. Okay, jetzt hat das Wasserrad aufgehört. Die Frage ist, bringt mir das irgendwas? Gehen wir wieder zurück nach oben und gucken, ob uns das irgendwas bringt. Fährst du jetzt auch noch hoch? Nee, du fährst auch nicht mehr hoch. Was mache ich denn jetzt, wo das Wasserrad ausgeschaltet ist? Oder sollte ich es noch weiter drehen? Mal gucken. Ich drehe einfach mal weiter. Ich drehe ein bisschen am Rad. Ich meine, ich habe es nicht so mit Wasserstandsrätseln, das muss ich ganz ehrlich zugeben, aber irgendwie wird das ja wohl klappen. Jetzt geht es wieder an. Und jetzt fahren die Plattformen auch wieder. Aber das kann ja nicht das Rätsels Lösung sein, ne? Ich denke schon, dass das aus sein muss, damit ich irgendwie weiterkomme. Dieser Raum verwirrt mich schon mal kolossal, das fängt schon mal echt gut an. Ich habe keine Ahnung, was mir das ehrlich gesagt bringt. Ich meine, ich kann mich da schlecht dran hochziehen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte da hoch, aber ich habe keine Ahnung wie. Oder vielleicht sollte ich auch da hoch. War hier nicht noch irgendwo unter Wasser auch noch sowas? Da, ne? Dann lasst mich doch mal da gucken. Das kannst du doch bestimmt auch schieben. Gucken, was dann passiert. Langsam, aber sicher. Glaube ich, habe ich so alles hier im Raum erkundet. Aha. Bitte einmal wieder hoch. Wo ist jetzt das Wasser angegangen? Nio? Da. Okay, da brauche ich aber wieder Wasser, sonst komme ich da ja gar nicht hoch. Denke ich.
Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, Wasserstandsrätsel sind nicht so meins. Das kriegen wir schon irgendwie alles hin. Ich meine, ich habe den Wassertempel in Ocarina of Time halbwegs gut gemeistert, obwohl alle meinten, dass der mega schwer ist. Ich habe den Wassertempel in Twilight Princess irgendwie geschafft. Mehr schlecht als recht. Und ja. Kriegen wir ja das auch irgendwie hin. Ach ja, Hasenohren. Sollte ich ein bisschen aufpassen. So, das war jetzt hier oben, richtig? Ja. Aber ich hätte vielleicht auch einfach... Na, wobei, hätte ich unten da reinspringen können? Ich weiß es nicht. Oh. Dumm, die dumm. Das hat jetzt nicht ganz so elegant funktioniert, wie ich gerne gehabt hätte, ehrlich gesagt. Huch, und dann werde ich von der Plattform halb erschlagen. Ach, schön. Vielleicht sollte ich da auch einfach als Zora lieber reinspringen. Der kann mit dem Wasser vielleicht mehr anfangen. So. Und dann irgendwie darüber. Okay. Hier kann ich drauf stehen und hier kann ich dann... Oh Gott, ich dachte, er fällt jetzt in die Lücke da. Okay, wir haben den Raum irgendwie geschafft. Langsam aber sicher. Ha, ich hab's, das große Wasserrad versorgt dieses Ding mit Energie. Aber wir müssen uns auf jeden Fall merken, in dem Raum gerade war auch noch ein rotes Wasserrad, an das ich nicht so einfach dran kam oder jetzt zumindest spontan nicht gesehen hatte. Das sieht interessant aus. Okay, lasst uns erstmal wieder einen Blick werfen. Da ist noch ein verdächtiges Fassner, wenn da mal keine Fee drin ist. Da sind noch Krüge, aber letztendlich muss ich irgendwie geradeaus. Okay, na dann. Einfach runter. Aber ich freue mich auf den Wassertempel. Wasser ist ja auch mein Lieblingselement jetzt von den vier Hauptelementen. Deswegen mag ich auch Eis wahrscheinlich so gerne. Aha. Komm her. Und ja. Deswegen freue ich mich schon auf den Tempel. Auch wenn, wie gesagt, Wassertempel gerne mal... Uiuiuiui. Kann ich hier so einfach rein? Das Gefühl, ich komme hier nie wieder raus. Zora, bitte. Ich möchte gerne da einmal an Land, danke. Auch wenn ich mir in Wassertempeln manchmal so ein bisschen schwer tue, weil du hast Wasserstandsrätsel und du hast einfach eine ganz andere Dimension als rechts und links. Du kannst eben auch nach oben und unten. Und ja, das macht es dann nicht immer gerade einfacher. Huch, eigentlich wollte ich gerade gar nicht springen. Ist okay. Ich wollte eigentlich da oben bleiben und mich kurz umsehen, aber das ist auch okay. Also ich könnte da oben dann natürlich noch rüber irgendwie. Ich müsste nur wieder hochkommen. Aber da könnte ich ja einfach rüberspringen, denke ich. Aber was ist da unten? Komme ich da überhaupt runter? Ja. Komme ich. So ein bisschen zumindest. So, da komme ich ja wohl nicht durch. Da könnte ich eventuell rein. Ich will diesen Krug kaputt machen. Es ist mit dieser doofen Strömung echt etwas schwierig. Ich habe eine Fee gefunden. Ich muss sie nur noch holen. Fee, bitte, komm her. Das ist irgendwie so wahnsinnig unlustig. Habe ich jetzt meine Fee? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich war nicht schnell genug mit der Maske. Naja, machen wir, wenn wir oben sind. Die Fee kommt da dann einfach mit nach oben. Wenn ich sie jetzt noch nicht erwischt habe. So, da ist noch ein Gang. Da will ich ganz gerne durch. Aber wie gesagt, ob ich da jetzt überhaupt durchkomme, ich weiß es nicht. Oh, komme ich, okay. Hilfe. Huch. Ist gar nicht so einfach, die zu erwischen, während die im Maul aufhaben. Vor allen Dingen, wenn es irgendwie zwei sind.
So, eine habe ich erwischt. Ha! Meine Güte. Manchmal, ne? Also merken wir uns, da ist irgendwie noch eine Fee, glaube ich, die da noch irgendwo rumschwirrt und ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Vielleicht sollte ich mir erst die Fee holen, bevor ich hier weitergehe. Hier gibt es irgendwie noch mehrere Wege. Ich glaube, ich gehe doch erstmal zurück. Zumindest die Fee will ich mir holen, aber ich komme nicht zurück, oder? Nein, komme ich nicht, aber irgendwie werde ich ja nochmal in diesen Raum reinkommen. Daran zweifle ich nicht. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Oha. Okay. Lass mich... Komme ich da irgendwie rein? Ja, komme ich. Uiuiuiui. Hilfe. Bin ich jetzt wieder in... Ich bin wieder in dem Raum, oder? Okay. Jetzt muss ich wieder diesen blöden Krug irgendwie aufbekommen. Ist echt gar nicht so einfach. Also wahrscheinlich gibt es auch eine viel einfachere Methode. So, und jetzt bitte einmal nach oben. Niung. Okay. Jetzt bitte irgendwo an Land. Und einmal die Feenmaske. Ist die Fee jetzt schon bei mir? Kommt die Fee jetzt hoch? Habe ich die Fee jetzt? Ah, da ist sie. Okay. Hat einen Moment gebraucht, um hochzukommen. Ansonsten sieht das ganz gut aus hier. Die Sache ist, will ich jetzt erst da unten weiter oder will ich erst gucken, was geradeaus ist? Bin mir so unschlüssig. Es gibt so viele Wege. Ich glaube, ich will vielleicht erstmal versuchen. Hier zu gucken, was da ist. Von da bin ich gekommen? Fragezeichen. Ja, da ist das Wasserrad, oder? Ja. Dann auf die andere Seite. Wenn ich da irgendwie hinkomme. Vielleicht brauche ich auch einen Schlüssel und ich habe es nur noch nicht gesehen. So, ich muss mich einmal im Kreis drehen. Auch gut. Alles machbar. Es dreht sich ja auch nicht so schnell. So. Ach, hier war das Wasser. Durch das ich irgendwie nicht so gut durchkam. Als Zora vielleicht? Nee, auch irgendwie nicht. Ist wahrscheinlich zu stark. Na gut, dann weiß ich zumindest, dass ich da nicht weiterkomme. Niung. Dann habe ich aber nur diesen einen Weg, weil irgendwo auf halber Höhe war zwar noch einer, aber ob ich da unbedingt reinkomme, weiß ich nicht. Okay, dann weiß ich zumindest, dass ich da oben nicht weiterkomme, aber ich habe meine Fee. Oh nein, die komischen Muscheln. War hier sonst noch irgendwas drin eigentlich? Ich kann jetzt gerade so schlecht gucken, ob hier noch irgendwo eine Fee ist. Da kann ich auf jeden Fall weiter, das haben wir ja festgestellt, aber dann bin ich, glaube ich, wieder in dem Hauptraum gelandet. Okay, dann schwimme ich mal nach oben. Sieht zwar nicht so freundlich aus, aber gut. Kann ich hier irgendwo an Land? Huch, da kann ich an Land. Weg! Oh, du lebst ja noch. Weg! Gut. Meine Güte. Gut. Zuallererst wieder der Test. Hier scheint keine Fee zu sein. Oh, du respawnst ja, wie eklig. Dann gehe ich halt. Da sind ganz viele von denen. Okay, vielleicht kann ich ja hier hochlaufen. Kann ich sogar.
Ich muss nur auf die kleine Bombenratte etwas aufpassen. Also ich könnte auch zur Mitte. Weil hier brauche ich einen Schlüssel. Okay. Nein, nicht wieder ins Wasser springen. Link, no. Du solltest da schon hoch. Das ist aber echt interessant mit diesen ganzen Röhrensystemen. Und die Sache ist einfach, du hast, dadurch, dass es einfach ein Wassertempel ist, wie schon gesagt, so viele verschiedene Ebenen. Du hast nicht einfach nur, okay, du hast den Raum und ich muss jetzt von links nach rechts. Du hast halt auch noch immer die Möglichkeit, abzutauchen oder aufzutauchen. Und das finde ich schon... Wobei, hier komme ich ja gar nicht hoch, ne? Fällt mir gerade auf. Schlaue Svenja ist schlau. Aber wie? Wie? Irgendwie muss ich da doch hinkommen. Ich glaube nicht, dass ich mich irgendwo dran ziehen kann, oder? Wobei, doch, vielleicht? Nein, das ist Metall, kein Holz. Okay. Wie komme ich da jetzt in die Mitte? Sollte ich da überhaupt schon drankommen? Das ist so die andere Frage. Weil da komme ich ja nicht hoch, da bin ich ja nicht groß genug für. Vielleicht muss ich ja doch da unten lang erstmal. Ah, nicht die Killermuscheln. Von da bin ich gekommen. Das ist echt verwirrend für mich. Aber hier lande ich ja nur wieder im Hauptraum. Hä? Vielleicht ein bisschen höher? Ist da noch irgendwas, wo ich durch kann? Hier sind die Laserstrahlen des Todes. Da? Dafür? Ja! Ich habe keine Ahnung. Das ist echt etwas anstrengend hier. Lass dich mal bitte erstmal wieder hoch, wenn es geht. Wobei, hier ist auch noch ein Weg. Okay. Keine Ahnung, wo ich gelandet bin. Also wirklich nicht. Es ist schon verwirrend. Ein bisschen schon, ja. Durchaus. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin und wo ich noch lang sollte. Da ist ein Weg. Kann ich das hier unten eigentlich auch? Ja. Da kann ich irgendwie hoch. Da kann ich lang. Ich könnte oben lang. Was ist denn oben? Ich bin gerade hoffnungslos verloren in diesem Dungeon, habe ich so das Gefühl. Ich bin irgendwie überall und nirgendwo. Sagt Taya dazu? Achso, du sagst nur zu den Knochenfischen was. Da ist zumindest eine große Truhe, aber ich glaube, da komme ich noch nicht hin. Da komme ich ja gar nicht hoch. Und da komme ich ja auch noch nicht nirgendwo hoch. Okay. Dann also doch hier lang, wo die Todesgrabscher sind, sag ich mal. Eieiei. Wahrscheinlich führt das alles irgendwie zusammen und ist gar nicht so verwirrend, aber so im ersten Moment finde ich das schon etwas irritierend. Ach Gott, du lebst hier unten weiter, das glaubst du ja wohl selber nicht. Da bist du. Komm, lass dich jetzt platt machen. Gut. Hat irgendwer irgendeine Ahnung, ob ich hier überhaupt sein sollte? Die sind aber auch hartnäckig. So, und jetzt will ich wieder hoch. Wo zur Hölle bin ich jetzt gelandet?
Da hinten könnte ich auch weiter. Wobei, bin ich da groß genug, um da hochzukommen? Ja, bin ich. Ist hier irgendwas? Hier ist so die eine einsame Pflanze irgendwie. Das ist voll irritierend. Oh. Ich habe eine Truhe gefunden. Fee? Fee. Immerhin einige Feen habe ich schon mal gefunden. Zwar irgendwie, wie gesagt, überall. Es ist, ich weiß nicht, ich bin normalerweise ein Mensch. Ich habe gerne so im Kopf, okay, da war ich schon, da muss ich noch lang, bliblablub. Aber ich habe gerade null Plan, wo ich bin. Geschweige denn, wo ich herkomme. Würde mir jemand sagen, Svenja, lauf noch mal zum Eingang zurück. Ich würde meine Gitarre zucken und das Lied der Schwingen spielen, weil ich null Ahnung hätte, wie ich wieder zum Eingang komme. Da unten ist eine Truhe. Kann ich euch auch so abschießen? Kann ich tatsächlich. Dann gehe ich erstmal nach... Ui! Hilfe! Hilfe! Was bist du? Außer nervig. So, wo sind die anderen da? Vielleicht habe ich jetzt ja mal endlich eine Karte gefunden. Vielleicht bin ich auch total richtig gelaufen und weiß es nur nicht. Kein Plan. Ich weiß nur, dass ich eine Kiste gefunden habe, die halbwegs so wichtig aussieht. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Wenn ich jetzt noch irgendwie zu der Schlüsseltür zurück könnte, wäre das natürlich schon mal viel wert. Aber wie bereits angedeutet, ich habe null Ahnung, wo diese Tür ist. Ach ja. Ich bin auch mal sehr auf das Dungeon-Item gespannt, muss ich sagen. Ah, da komme ich sogar hoch. Karte? Bitte? Ich würde mir auch zutrauen, dass jetzt erst der Kompass ist und ich die Karte später kriege, aber... Ja, ich habe erst den Kompass und dann die Karte gefunden, beziehungsweise die Karte habe ich ja noch gar nicht. Ich bin so gut. Das schaffen auch nicht viele, aber ich schaffe das irgendwie grundsätzlich in Wassertempeln immer. Ungelogen. Und da ist der Masterschlüssel übrigens. Okay. Ungelogen, ich schaffe es immer... Irgendwie erst den Kompass zu finden und dann die Karte in solchen Tempeln. Frag mich nicht, wieso. Es ist äußerst mysteriös. Passiert da irgendwas, wenn ich die kaputt mache? Nö. Die Frage ist, was ist hier? Das sieht irgendwie so mäh aus. Ich frage mich ja auch, was es, wie gesagt, für ein Dungeon-Item gibt. Bin ich jetzt wieder? Oh, ich bin wieder in dem Raum hier gelandet. Das bedeutet für mich aber, dass dieser Raum hier quasi der Hauptraum ist, mit dem Wasserrad, und ich von dort aus in 1000 kleine Räume komme. Das ist jetzt für meine Orientierung gar nicht mal so schlecht. Und hier ist ja auch die... Nee, hier ist der Wasserfall gewesen. Stimmt. Ich wollte sagen, hier war die Schlüsseltür, aber stimmt gar nicht. Hier war der Wasserfall. Das heißt aber, ich meine, ich habe jetzt nur den Kompass und nicht die Karte. Da sind wir reingekommen. So, da in dem Raum sind wir quasi soweit fertig, außer dass es da noch ein Wasserrad gibt. Auf jeden Fall. Und das hier ist quasi so ein bisschen der Hauptraum, würde ich sagen. Und nach oben geht es auf jeden Fall noch irgendwie weiter. So, das hier... Hier ist... Ich habe keine Ahnung. Da ist irgendwo der Boss. Und da ist dieses nette... Labyrinth. Ist das da oben zufällig die Truhe mit dem Masterschlüssel, die ich gesehen habe? Weil dahinter ging es ja auch noch weiter. Und unten auch noch. Also es ist eigentlich gar nicht so riesig, muss man sagen, wenn es wirklich nur diese drei Ebenen sind. Du hast quasi deine Ebene mit dem Hauptraum hier, wo es auch noch weitergeht. Und da ist auch noch irgendwie ein Raum, den ich gerade nicht zuordnen kann irgendwie. Du hast unten... dein Wasserlabyrinth und einen darunter auch noch. Also eigentlich, sag ich mal, geht alles von diesem Raum hier aus. Aber es ist so wahnsinnig verwirrend für mich, weil du hast dann immer quasi eine Strömung, sag ich mal, die dich irgendwo hinführt und dann gibt es auch wieder quasi drei Etagen, mehr oder minder. Und auf welcher Etage du jetzt wo weiter musst, das finde ich schon so im ersten Moment etwas schwierig zu verarbeiten alles und oh, welchen Weg hatte ich jetzt noch nicht.
Deswegen habe ich wahrscheinlich erst den Kompass gefunden und dann die Karte. Aber wenn man sich da vielleicht so ein bisschen reindenkt, sollte es irgendwie ganz gut klappen, denke ich. Bin mal gespannt, wie das im nächsten Part so weitergeht. Vielleicht werde ich mich jetzt auch noch mal kurz in Ruhe hinsetzen und so ein bisschen im Kopf durchgehen, wo ich jetzt schon war und wo nicht, dass ich vielleicht im nächsten Part ein bisschen planmäßiger daran gehen kann. Ich würde auf jeden Fall sagen, das war's für heute mit Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask 3D und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Autsch, ich habe gegen meinen Schreibtisch gehauen. Ciao, Leute.